Ich werde den Kerl nicht los, Walker. Langsamer durchhalten! Hast du den Verstand verloren? Komm her! Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung Dubais war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir.
Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen, bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Hey! Ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Logo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Hier scheint's zu sein. United States Army. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Es wurde aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Boschenunji, Markov mit seinem Amreich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agarin Terim Harf Besanim. Sehr gut, Logo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Bus da? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Bewegung, Leute! Verdammt, da sind die Kerle! Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen. Zu! Die haben bestimmt auch zu ballern, damit du telefonieren kannst!
Hinten raus! Granate! In Deckung! Wo steckt er? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid und ich schalte ihn aus! Erwarte mich! Hugo, schalt ihn aus! Ja, Sir! Oben auf den Boss! Kontakt! Feind ist doch! Feind am Boden! Da kommt noch welche aus dem Frachtcontainer! Rüber zu dem Container! Walker, die Tür! Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße, Marsen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Wir haben Besuch! Feuert auf das schwere LNG! Okay, ich greife ihn an! Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Halt das MG aus! Verstanden, ich leg ihn um! Nun kämpft die Barrikaden! Schalt der Feuer! Walker, wir müssen das MG ausschalten! Walker, wir sitzen fest! Umgeh das MG! Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marsen ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Klingt sie, bevor sie ihn ziehen. Ziel ist tot. Ziel ist eliminiert. Los, weiter, aber unauffällig. Vorsicht, Kontakt! Ich sag doch. Tragfläche! Lade nach! Erschießt den Gegner! Jetzt pass mal gut auf! Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Gegner ist tot! Oh Scheiße, da kommt noch mehr aus dem Heck raus! Feinde im Anmarsch, schieß dich!
Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Lade nach. Vorsicht, die haben Wachen. Lugo, auf dem Laufgang. Schalt ihn aus. Wir stehen unter Feuer! Sie haben uns entdeckt. Jede Menge. Da legt wohl jemand Wintervorräte an. Wir sollten möglichst viele mitnehmen. Wäre schade drum. In Deckung! Granate! Bedrohung eliminiert! Ja.
auf die 33. heute bedeutet, richtig, das Ende des Waffenstillstands. Rebellen, die sich ergeben möchten, melden sich bitte beim nächsten Außenposten. Alles weitere dort. Haha! Und nun zurück zu unserem normalen Programm. Los geht's! Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. Total abgefahren. Nicht nur, dass hier Leute sind, die haben sogar einen DJ. Wir müssen den Start anfunken. Sofort! Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Feind am Boden. Ziel eliminiert. Wo sind die hin? Das war zu leicht. Vorsicht! Geht klar. Verdammte Scheiße! Los, los, los! Ein verdammter Hinterhalt! Hinterkopf! Da! Feind ist tot! Vorsicht! Ego will vorrücken! Gib mir Deckung, ich lade nach! Lokalisiert! Da kommt die Kalle!
Geben Sie auf? Glaube ich nicht. Hör mal. Da oben läuft irgendwas. Die Wärme ist sehr viel. Adams, die Tür! Los! Scheiße, Walker! Hier geht alles hoch! Verdammt, los, los, los! Schätze, das war's. Gut, weiter. Wir müssen einen Ausgang finden. Noch jemand, wir sollten noch mal mit denen reden? Ich meine, wir sind hier, um die zu retten. Mann, das ist doch längst gegessen. Die Typen wollen nicht reden, die wollen Blut sehen. Hugo hat recht. Wir können nur hier abhauen und die 33. suchen, bevor die Kerle sie zerfetzen. Okay, erst schießen, dann fragen. Klar. Finden wir Conrad, er hat die Antworten. Hört ihr das? Da kommt wer. Schnell, versteckt euch. Ihr werft C4? Was sollte denn das? Die waren verschanzt. Wer hat denn keine Wacht, Sir? Zum Glück ist nicht der ganze Laden eingestürzt. Wo ist der Soldat? Der Kerl aus dem Flugzeug? Unten, Sir. Wird er bewacht? Die ganze Zeit. Gut. Ich werde mal Hallo sagen. Agent Castleton. Moment. Was? Der redet nicht, Sir. Mit mir schon. Walker, das war ein Amerikaner. Ja, hab's bemerkt. Wieso lassen sich die Einheimischen von dem Ami was sagen? Und was will er von der 33.? Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Frag ihn doch selbst. Sie leben noch. Macht sie fertig. Vorsicht! Schütze den Wander! Eliminiert! Der Boden! Auf dem Dach! Mach das Dach platt! Wir müssen weiter. Jede verlorene Minute kann... liegt oder im Leichensack. Aber Vorsicht, Gentlemen, wir sind hier nicht allein. Ah, riecht ihr das? Hier unten hat definitiv mal einer gelebt. Was man so Leben nennt. Ich nenn's Überleben. Ist wahrscheinlich schon seit den ersten Stürmen so. Das Leben ist hart, ist aber kein Grund, Soldaten zu killen. Der Amerikaner oben hat ihnen einen geliefert. Ja, aber warum? Wüsste ich auch gern. Da vorne ist Licht. Geh nachsehen. Du bist der Boss. Kommt, mir nach.
Und cool bleiben, hier unten gibt es Zivilisten. Nette Bude. Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser. Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert. Nein, sieh dir die Anordnung an. Das war eine Exekution. Hier ist wer. Folgt mir und seid leise. Wir machen so weiter, bis sie mir sagen, was ich wissen will. Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent. Die 33. ist schon unterwegs. Die Damned wird sie nicht retten. Als die Damned desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren. Idiot! Hier wäre es friedlich, hätten Sie nicht die Leute aufgestachelt, wieder Soldaten zu töten. Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft. Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann. Das könnt ihr jetzt beweisen. Ich sag nämlich gar nichts mehr. Nein! Was? Nicht feuern! Die Waffe runter! Sehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden Sie die Pistole woanders hinrichten. Nehmen Sie erst Ihre runter. Daraus wird nichts. Haben Sie einen Namen? McPherson, First Lieutenant. Sie? Walker, Captain. Wir fanden Ihren Freund im Flugzeug. Er sagte uns, wo wir Sie finden. Ach ja, wo ist er? Er hat's nicht geschafft. Wieso wundert mich das nicht? Denken Sie, wir haben ihn getötet? Habe ich nicht gesagt. Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant. Artikel 4, Captain. Sprechen Sie mit meinem Commander. Und wo ist er? Im Moment ist er vermutlich unten. Ja, bestimmt. Warten Sie doch hier. Ich hole ihn. Check die Leiche. Er lügt nicht. CIA-Marken. Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Du lässt ihn gehen? Wieso? Ich erschieß keinen US-Soldaten, Lugo. Und wir können ihm zur 33. folgen. Verdammt! Alles CIA-Zeug. Das war anscheinend ihr Versteck. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Ist normal für die CIA. Ja, aber US-Soldaten zu killen nicht. Ich kenne die nicht, aber sie sind von der CIA. Wer sollten die sonst sein? Die kennen unsere Order. Da sind sie. Tötet sie! Feuer erwidern! Er ist ungedeckt! Legt ihn an! Soldaten. Welche von uns? Es war Notwehr. Das macht's auch nicht besser. Soll's auch nicht. Geh zurück. Da vorne ist Tageslicht. Das ist unser Ausgang. Los. Stehen bleiben! Tun Sie sich selbst einen Gefallen! Was? Die 33. Jagd Zivilisten! Attacke! Feuer erwidert! Das sind Soldaten! Die töten uns, wenn wir sie nicht töten! Los, Feuer! Die kommen da nicht mehr weg! Hey, tötet sie! Verdammt, wir sind nicht von der CIA! Lass nicht eliminieren! Wir sind Delta Force! Wir wollen helfen! Scheiße, sag mal die Worte! Friendly Fire, was? Herrgott, wir sind nicht von der CIA! Feind mit Schrotflinte unterwegs! Passt auf! Vorsicht! Tango will vorrücken! Verteidigung!
Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure. Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zu pflichtbewusst. Die 33. mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Kein Problem. Nein, bitte! Es gibt Probleme. Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit. Die werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts wie runter da. Tempo! Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Nun, ich möchte euch dasselbe fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr hattet die Chance, euch zu ergeben. Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Ihr wollt ihr das? We'll be right back.
Position! Los, halt aus! Alle? Ich denke, das war's. Und die Zivilisten? Haben die Soldaten sie mitgenommen? Ja, haben sie. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Was sagen sie jetzt? Die wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden und die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß wie lang hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Agent Dan der CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai? Wir suchen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Das reicht, Lugo. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst, ein Köder? Wir beißen an. Das ist fair. Das Signal kommt von da unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Kommt mit. Agent Daniels genießt offenbar seinen Aufenthalt im Camp der Wahrheit. Kann mir einer erzählen, was er tut. Dubai ist immer noch Urlaubsziel Nummer 1 für CIA-Leute. Bradley, hast du ein Kaugummi? Hier ist der Letzte. Wenn's der Letzte ist, dann behalt ihn, Mann. Nimm nur, hab ihn sowieso Benson geklaut. Schalldämpfer drauf, erledigt sie. Ja, wird gemacht. Bei der ganzen Scheiße vergesse ich immer, wie schön es hier sein kann. Finde ich auch. Weißt du, manchmal nachts, da setze ich mich hier hin und höre dem Wind zu. Ja, erinnert mich... Major, eine Nachricht vom Tower. Moment. Ja, unsere Kräfte neben uns sind Soldaten. Da sind sie! Feind bewegt sich! Tango erledigt! Ich bin auch ein Sunny!
Schnell weg! Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht, aber irgendwer befiehlt das alles hier. Muss der Typ im Radio sein. Shit, meinst du? Würde erklären, wieso Dubai total durchdreht. Das stimmt. Warte! Scharfschützen! Ein Präzisionsgewehr könnte nützlich sein. Ein Speergewehr. Nettes Ding. Die erwarten uns. Wenn wir jetzt rübergehen, sind wir tot. Da sind sie! Feind ausgeschaltet! Ich denke, das waren alle. Weiter vorrücken, aber Vorsicht! Los, rüber da. Wechselposition! Scheiße, da, ein Heli! Alles klar. Scheiß groß das Ding, was? Ja, und seine Freunde wissen genau, wo wir sind. Achtung, sie kommen genau auf uns zu. Da kommen noch mehr auf uns zu! Feind bewegt sich! Feind ausgeschaltet! Ausgeschaltet!
Waren das alle? Klar. Alles klar. Dann mal weiter. Wie viele Männer brachten Sie mit Agent Daniels? Nein, ich sage jetzt gar nichts mehr. Lassen Sie mich mit Conrad reden. Was glaubst du, wie lange Daniels durchhält? Nicht mehr lange. Lade nach. Gebäude. Werden die 33er nicht als Helden angesehen? Die Folter wirkt ein bisschen heftig. Ah, wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaube, ich kenne ihn sogar. In Kabul reiste ein Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich nicht gern anlegt. Ich habe nie mit ihm geredet, aber der Colonel vertraute ihm blind. Kam nie dahinter, wieso. Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach. Wir müssen weiter runter. Suchen wir den Ausgang. Da ist eine Tür. Da geht's wohl raus. Adams, Lugo, hört ihr mich? Toll. Kein Signal. Ausschwärmen und alles durchkämmen. Er ist irgendwo da unten. Wird ja immer besser.
Okay, ich brauche schnell ein Gewehr. Wo bleibt ihr denn so lang? Der Aufzug war hin, wir mussten zu Fuß gehen. Falscher Zeitpunkt, Sergeant. Was? Schon okay, Adams. Mir fehlt auch nichts. Kein Grund zur Aufregung. Ich sag ja nur. Ich weiß. Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah. Dann mal los. Eliminiert! Mist, bin leer! Hier sind ein paar Versprechte! Ja. Erledigt sie, bevor sie Alarm schlagen! Muss nachladen. Da sind sie gefahren! Hopp ein! Scheiße! Delta rückt vor! Hier sind ein paar Versprengte! Erledigt sie, bevor die Alarm schlagen! Hier wurde ein Terror! Feind über uns! Scheiße, ein Hinterhalt auf! Feind mit Schrotflinte! Scheiße, die Kerle geben nicht nach! Tango, Adams, mach die Tür auf. Alles klar. Scheiße! Was ist denn? Etliche Gegner von hinten. Wir sitzen in der Falle. Walker, da ist ein MG. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Kein Problem. Wir haben sie.
Vorrücken! Los, los! Ich kann dir helfen, Boss. Nenn mir ein Ziel! Außen auf den Frachtcontainer! Lade nach! Feindrück vor! Gekillt? Die sind aufeinander losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Unrecht. Vorsicht, die werden warten. Hier ist kein Mensch. Captain, auf der Treppe! Ich seh's. Wenn das Daniels ist, dann ist der Mann schon längst tot. Das war eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Keinen blassen Dunst. Wow, Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Ich? Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Tja, Captain. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja, und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich, ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach reinspazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Los geht's, Jungs! Was zur Hölle? Da oben! Das ist gut! Verschwindet! Los, los! Renn weg! So, wenn ihr hier raus wollt, dann tut, was ich euch sage. Ist das klar? Kommt mit. Tango erledigt! Ich lade nach!
Vorsicht! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Er ist ungedeckt! Neutralisiert! Wie sieht's aus, Lugo? Er kann gehen, aber es tut weh. Willst du Morphium? Nein. Ich will den Kopf klar haben. Okay, dann halt still. Bin gleich fertig. Was denkst du, Walker? Ich denke, dass wir in einem scheiß Kampfgebiet gelandet sind. Beeindruckend, dafür, dass die Stadt angeblich unbewohnt ist. Ganz genau. Vielleicht Zeit zu verschwinden. Hab ein Transportteam gerufen. Es sind 8 Meilen offene Wüste von hier bis zur Sturmwand. Die Helis würden uns sofort erwischen. Bleibt nur, dass wir uns an Gould dranhängen. Sollen wir uns wirklich mit der CIA zusammentun? Wir haben keine Wahl. Ihr seht, was mit der 33. ist. Der Captain hat recht. Die Damned sind außer Kontrolle. Man muss sie stoppen. Klar. Aber können wir denen trauen? Gould hat sein Leben für uns riskiert. Ich vertraue ihm. Was ist mit Conrad? Es geht nicht mehr nur darum, Conrad zu finden. Wir müssen das Richtige tun. Also, Adams, dein Auftritt. Ganz wie du meinst. Captain Walker, bitte kommen, wenn Sie mich hören. Over. Ich höre Sie. Over. Hatte schon Angst, wir haben euch verloren. Wir haben ziemlich was abgekriegt, aber wir leben. Gut, denn wir brauchen hier jede Hilfe. Was geht hier ab, Agent? Der Wahnsinn, Captain. Wir sollten für die CIA Überlebende suchen. Und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es heißt, er sei noch am Leben. Aber wenn ja, versteckt er sich irgendwo. Verdammt, da kommt ein Heli! Vorsicht! Lugo,
stell die Verbindung wieder her. Geht nicht. Signal ist tot. Vorsicht! Hast du ein Problem mit ihm, Adams? Hör zu, die 33. muss gestoppt werden. Aber bringt Goulds Revolution nicht noch mehr Scheiße? Hey, er hat uns vorhin den Arsch gerettet. Und im Moment haben wir nur ihn. Hey, hier. Ich glaube, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Ihr zwei haltet Abstand. Haltet euch an mich, vorwärts! Eine Spur von Gold? Ja! 33 Grad in der unteren Zone. Runter, vielleicht ist er verletzt. Tourismus legt um sagenhafte 3000% zu, dank einer Welle von Amerikanern, die Dubai zum Feriendomizil erkoren haben. Auf die Frage, was er von den neuen Gesichtern halte, hatte ein Dubaier dies zu sagen. Seht mal, Zeichen der Revolution. Ein Scheißdreck ist das. Dubai verreckt und alle hauen fröhlich nochmal drauf. Wenigstens die Krähen verhungern nicht. Was zum Geier? Er trägt Army-Sachen. Der ist von der 33. Ob das die CIA war? Unmöglich. Der Kerl ist schon zu lange tot. Oh mein Gott. Wer zum Teufel macht sowas? Darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken. Achtung, Soldaten, 12 Uhr. Sind wir entdeckt? Noch nicht. Was haben sie mit dir gemacht? Ist es so schlimm? Gut ist es sicher nicht. Kontakt! Kontakt! Rücke aus! Hab Scheiße! Feuer eröffnen! Kacke ruhig mal auf ihn an! Leute da! Feind rückt vor! Er soll hier!
Arschgesicht. Die 33. soll sich zurückhalten. Das hilft doch niemandem. Sorry, aber ich gehorche einer höheren Macht als Ihnen, Captain Walker. Ah, jetzt erinnern Sie sich an mich. Allerdings, ja. Und ich bin nicht der Einzige. Oh Gott. Gould führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Wartet mal. Riecht ihr das? Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen, klar rieche ich das. Nein, nicht das. Besiegt. Der Kampf war vorbei. Es ist eine Botschaft an die Überlebenden. Legt euch nicht mit uns an. Was für Überlebende? Sie sagen, Sie sprechen für diese Leute, Agent Gould. Beweisen Sie mir, dass es so ist. Ich hab nichts getan! Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sie für Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift... Ich glaube, ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver, um ihrem Partner Agent Riggs zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay. Der Nächste. Langsam. Wir müssen das clever angehen. Okay. Gould ist da und ich habe freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los. Ich schalte ihn aus. Warte den Befehl ab. Du übernimmst den Rest. Ja, Sir. Immer noch schweigsam, Agent? Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission, die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. Bitte, Captain, wir brauchen Gould. Lass mich schießen. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker. Du weißt, dass ich recht habe. Fangt an. Gould kann warten. Bleibt hinter mir. Moment, wir warten, bis sie weg sind. Okay. Okay. Ich rede. Aber hören Sie auf. Das Aquatic Coliseum. Riggs plant einen Angriff. Wann? Wie? Ich weiß nicht. Das reicht mir nicht. Nein, warten Sie. Ich weiß nicht. Verdammt, was macht er? Genau, was ich gesagt habe.
Soll er verrotten? Los! Jetzt geht's. Also los! Soldat vor uns. Ich mach das. Nimm seine Waffe, Walker. Die hat einen Schalldämpfer. Noch ein Soldat. Cool bleiben und mir nach. Scheiße. Scheiße. Was war das? Walker, schalt ihn leise aus. Ich gebe dir Deckung. Gut gemacht. Und wie entscheiden wir das? Wir könnten Strohhalme ziehen. Im Ernst? Der einzig faire Weg. Das kommt drauf an, wer die Strohhalme hält. Darfst Such dir ein Ziel aus. Aber mach Hast du überhaupt Strohhalme? Schon gut. Alles okay jetzt. Danke. Na los! Haut ab! Nach der Zeitverschwendung hier sollten wir mal nach Gould sehen. Immer ruhig, Lugo. Das kommt noch. Alle Soldaten sind tot oder fort. Wir sollten außer Gefahr sein. Scheiße, er ist tot. Und was machen wir jetzt? Was zum Teufel ist das? Eine Karte. Ich schätze Ghouls Einsatzplan. Das ist das Gate, von dem die Rede war. Na und? Ghoul war sogar bereit, dafür zu sterben, Lugo. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Okay, vorwärts. Bewegung. Wir sollten uns um die Leiche kümmern. Keine Zeit, Lugo. Ist zu heiß hier. Soll das ein Witz sein? Wir sind schuld an Ghouls Tod. Er war selbst schuld, verdammt. Du bist schuld, weil du mich nicht hast schießen lassen. Es war eine Selbstmordmission. Das heißt nicht ohne Grund so. Wenn ich hier drauf gehe, lässt du mich dann auch liegen? Weiter so nervst, ja. Ich erschieß euch beide, wenn ihr jetzt nicht das Maul haltet. Los, weiter! Es ist zum Kotzen. Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben. Nicht nur Soldaten und Zivilisten, auch Ghoult. Unsere beste Chance, hier rauszukommen. Reg dich ab, Lugo. Wir hätten nichts machen können. Komm mir nicht mit abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun. Ja, ganz recht. Wenn du auf Ghoult vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich! Ich tu wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Meinst du, ich sehe gern Menschen sterben? Hä? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf! Hä? Schluss jetzt! Aufhören, alle beide! Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Also dann. Alles klar? Ja. Lugo? Ja, Sir. Gut. Also dann weiter.
Wo sind wir hier? Nach Gulls Karte liegt das Gate direkt vor uns. An alle Jungs in Braun draußen im Radioland. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Agent Gould ausgecheckt hat. Die nächsten in unserem Countdown: Agent Riggs sowie Captain Walker und die Delta Boys. Also dranbleiben, wachsam bleiben und viel trinken. Radio Man. Das muss dieses Gate sein. Adams, kümmere dich um die Wache. Bin dabei. Schlaf gut, Wichser. Okay, Logger. Wer ist unser Gegner? Eine Armee. Grob geschätzt. Allerdings. Wie kommen wir da durch? Das könnte helfen. Okay, mach's klar. Das ist wohl ein Witz, oder? Das ist weißer Phosphor. Ich weiß, was das ist. Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht tun. Wir haben vielleicht keine Wahl, Lugo. Man hat immer eine Wahl. Nein, haben wir nicht. Du zielst, Walker. Wir feuern. Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Da oben, auf dem Balkon. Ah, Eindringlinge. Kamera online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Wir werden dann soweit. Du musst die RPGs ausschalten. Scheißegal. Bereit den Mörser vor. Keiner rührt sich mehr. Das war's. Er hat recht, Walker. Okay, das war's. Los, runter da. Ich will beim Gate sein, bevor Verstärkung anrückt. Nicht reden. Was hast du gesagt? Er meint, der Rauch ist wie bei dem Mund. Ja, klar. Der Feuer kommt näher. Los, kommt weiter. Oh Gott! Hilfe! Walker, komm schon, Mann. Wir können nichts für ihn tun. Er ist schon tot. Warum? Habt ihr euch selbst eingebrockt? Wir wollten helfen. Was? Oh nein.
Sind das Zivilisten? Wo kommen die her? Hier gibt's kein Lager. Die haben sie aus dem Nest verschleppt. Aus dem Hotel an der Sturmwand? Nein, nein, nein. Das hier können nicht die entführten Zivilisten sein. Unmöglich! Doch sie sind's. Darum hat Gould den Laden gestürmt. Er wollte gar nicht das Geld. Er wollte seine Leute retten. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo. Aber so ist es. Er wollte sie retten. Ich habe keine Wahl. Er hat uns zu verdammten Kindern gebracht. Nein, nein, reiß dich zusammen. Hörst du? Wir müssen weiter. Was? Hier kommt jeden Moment Verstärkung an. Wir müssen weiter. Aber Walker, du willst... Ich sorge dafür, dass die Schweine büßen für ihre Taten. Also seid ihr dabei oder nicht? Da kommen sie. Entdeckung! Feuer erwidern und vorrücken! Die stehen besser als wir! Ist mir egal! Wir nehmen das Geld! Schrotflinte unterwegs!
Gut. Seht euch hier um. Vielleicht finden wir einen Hinweis, was hier eigentlich los ist. Karten, Vorräte, Munition. Sieht wie ein normaler Vorposten aus. Nein, oben muss noch mehr sein. Check die Magazine. Wer weiß, was uns erwartet. Schlimmer als das draußen kann's kaum sein. Hey, Vorsicht, Lugo. Nein, er hat ja recht. Was draußen passiert ist, war nicht schön, Lugo. Aber wir wurden gezwungen. Und ich weiß auch von wem. Macht euch bereit. Was zum Geier? Phosphor. Ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal. Marken. Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Er weiß, dass wir hier sind. Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesen. Ich werfe Ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Hab ich ja schon gesagt. Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst herausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Also, kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radio Man beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie, was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay, und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Du hast den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung, zu sagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge. Das kommt noch. Da sind Scharfschützen. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne Sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. 5 unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese 2 Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen Ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Ich hätte anders entschieden, aber Sie haben gehandelt. Das ist löblich. Sie würden gut hierher passen, Captain. In einem anderen Leben vielleicht.
Warte nach. Ihnen für Ihre Dienste kämpfen. Sie können wegtreten. Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant? Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir gefällt das auch nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Ich hab getan, was notwendig war. Ich hab uns am Leben gehalten. An den Tritt! Kaune, wenn Sie noch zuhören, ziehen Sie Ihre Leute ab! Sie sollten und der Blieben, verdammt! Wir haben uns nur verteidigt. Geteilt. Scheiße, ich brauch hier Deckung! Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und sie wird man ihres Kommandos entheben. Luft ist rein, Walker. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da, der größte Tower Dubais. Dahin. Walker, ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können.
Ihr müsst mir vertrauen. Ich trau dir, Walker. Ich denk nur, du liegst falsch. Feuergefecht an, da vorne. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Riggs. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe, schnell! Riggs? Scheiße! Wir müssen das Hotel einnehmen! Wer ihr auch seid, danke für die Hilfe. Haltet uns die Kerle vom Leib. Lade nach! Hey, fang die Feuerbindung! Leg dich auf! Hab ihn! Schrotflint auf die Schnee! Steck fest, verdammt! Gruppen kommen über den Hügel! Da kommen noch mehr! Auf der Bank! Captain Walker, Jeff Riggs, kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Schon gut. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie einen Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Nur zu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Deckung! Ich sehe nichts. Bleibt unten! Sichtkontakt. Ist es Riggs? Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack! Du bist tot! Na los, ihr kostet mich Zeit. Da kommen die Jungs. Feuer frei! Ihr drei, hoch zum Restaurant! Ich will deine Leute los! Da! Klingt nach dem Plan. Barrikadiert die Tür! Wir geben uns Zeit ab, Joe! Wieder einer! Scharfschützen! Ja, genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Verdammt, wo stecken Sie? Ich rette euch hier den Arsch. Nichts zu danken. Ich steck fest, verdammt! Geh raus! Da bewegt sich einer! Hab ihn! Einer kommt aus der Deckung! Vorsicht! Geht der Erledigt! Er ist ungedeckt!
ich sehe nichts! Bleibt unten! Sichtkontakt! Ist es Riggs? Nein, da Delta! Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack! Du bist tot! Na los, ihr kostet mich Zeit! Deine Deckung! Da kommen sie, Jungs! Feuer frei! Ihr drei, fresst du! Ich hol meine Halten Sie mir kurz vom Leib! Klingt nach dem Plan. Barrikadiert die Tür. Die geben uns Zeit abzuhauen. Scharfschützen! Ja, genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Rick, verdammt, wo stecken Sie? Ich rette euch hier den Arsch. Nicht zu danken. Hab das, Ryan! Da bewegt sich einer! Wieder einer! Ich hab die Schweine! Los jetzt! Sie haben uns nichts zu sagen, Mr. CIA. Ruhig, Lugo. Die CIA hat diesen Krieg nicht angefangen. Aber den Leuten hier Waffen geliefert. Diese Leute wollten den Aufstand. Von uns kam nur das Werkzeug. Werkzeug, das sie tötet. Reden Sie sich das nur ein, Junge. Aufgepasst, wir kriegen Besuch. Und bleib liegen, verdammt! Wieder einer weniger! Passt auf die Schrotflinte auf! Rücke vor! Aufpassen! Das ist es, Jungs. Das Dubai Aquatic Colosseum. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Dubai. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie es kapiert. Meine Leute machen ein Störmanöver vom Haupttor. Das hält die 33. auf Trab und wir schleichen uns hinten rein. Ihr nehmt Einheimische als Lockvögel? Sie verstehen, dass man Opfer bringen muss. Abgesperrt. Scheiße, wir sind entdeckt. Haben Sie einen Plan, Rex? Drängt sie zurück. Ich mach die Tür auf. Das soll doch wohl ein Witz sein. Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Vorsicht, Scheiße, die Rücken von hinten! Deckung! Hat das schon! Lass hören. Da sind sie! Na, Scheiße, meine Augen! Feind bewegt sich! Vorsicht! Gegner erledigt! Ist ungedeckt! Lande sie! Feind am Boden! Mist! Die habe ich noch nie gesehen. Das Zulu-Squad. Die Antwort der 33. auf alle Probleme des Lebens. Haltet die Augen offen. Wenn Zulus auf die Jagd gehen, gibt es kein Halt.
Ganz unten ist ein Parkhaus. Hinter Ihnen! Oh, Scheiße! Worauf wartet ihr? Los, los! Moment. Hier stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Wir sind entdeckt! Feuer öffnen! Aufpassen! Da bewegt sich was! Oh, Scheiße! Entdeckung! Schrotfett auf dem Weg! Ich kann nicht weiter! Zu viel Beschuss, verdammt! Rück aus! Vorsicht, Feind bewegt sich! Schieß auf die Lüftungen! Die sind verdammt! Umgehungsroute rechts! Wir sind fast da. Ihr sichert die Trucks. Ich trommel den Rest meiner Männer zusammen. Wir sehen uns drin. Ich traue ihm nicht. Ich auch nicht. Aber Riggs und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht töten wollen. Überlegen Sie sich, wem Sie helfen können. Wasser. Sie werden alle in dieser Stadt sterben. Auch Ihre Männer. Riggs will niemanden retten. Er will die Wahrheit bekommen. Hören Sie? Ja, Sir. Außen sammeln sich Aufständische. Halten Sie sich in Bereitschaft, während wir die Sache regeln. Verstanden. Die haben uns nicht auf dem Schirm. Erledigt die Wichser. Erledigt ihn. Verstanden. Greife lautlos an. Killt ihn leise. Killt ihn leise. Killt ihn leise. Unterwegs!
den Mistzack! Okay, bin dabei! Feind ausgeschaltet! Look out! Präzisionsschuss! Da! Ziel am Boden! Ich lade da! Los jetzt! Was sind wir? Brauchen diese Trucks. Anders kommen wir hier nicht lang. Verdammt nochmal! Hab einen! Nahkampfexperte im Anmarsch! Würdet ihr mir die Arschlöcher vom Hals halten? Diese Stadt in die Knie zwingen. Tja, dann bis dann. Soll ich ihn abknallen oder machst du es lieber selbst? Wenn wir das hier überleben, gehört er dir. Diese Sache hat ihren Preis, Walker. Ich hoffe, Sie sind bereit, ihn zu zahlen. Verdammt!
Sorry, Jungs, aber die kriegen ihr Wasser nicht zurück. Um keinen Preis der Welt. Wir zerstören die Trucks! Wo sind sie? Ich sehe nicht. Oh, Scheiße. Moment. Ich hol sie da raus. Lassen Sie es. Hat keinen Sinn. Das Wasser ist weg. Das ist das Wichtigste. Scheiße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Er hatte recht. Sehen Sie, wenn die Leute spitz kriegen, was er gemacht hat, erklären uns alle hier den Krieg. Und den verlieren wir. So wird's die Welt nie erfahren. Sie sind verrückt. Komisch. Das hat Gold auch gesagt. Was ich getan habe, war nicht schön. Aber richtig. Außerdem... ich komme ja selbst nicht mehr hier raus. Ich will nicht verbrennen. Los, Walker! Tun Sie's, bitte! Was stehen Sie da rum? Los doch! Warten Sie! Wo wollen Sie hin, verdammt? Walker? 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 Walker! Walker, kommen! Ja, ich bin hier. Gott sei Dank. Die 33. ist gekommen, bevor wir euch gefunden haben. Wir mussten weg. Ich dachte schon, ihr seid tot. Ich hatte Glück. Briggs? Tot. Gut. Nein, nicht gut. Er hat uns angeschissen. Alle zusammen. Seinetwegen stirbt bald ganz Dubai. Die Stadt muss evakuiert werden. Schnell. Ja, bin gespannt, wie du das anstellen willst. Hugo? Oh, sorry. Störe ich etwas? Verdammt. Warte, Hugo, ich bin unterwegs. Ich sorg dafür, dass ihr es erfährt. Fick dich ins Knie. Keine Kraftausdrücke kommt. Das ist hier schließlich ein Familienkonto. Eine Sondersendung für Verdurstende. An alle, sammeln bei der Mauer. Älter sitzt in der Mauer fest. Los! Scheiße, noch mehr Soldaten! Los in Deckung! Oh, das klingt nicht gut, Marty. Nicht so schüchtern. Raus damit! Sind hier nur wir zwei und ein paar tausend durstige Hörer, die alle brennend interessiert. Oh, was wirst du jetzt tun? Oh, was wirst du jetzt tun? Ihr Marty stirbt, das ist also die Waffe reicht an Überlebenschancen. Was wirst du jetzt tun? Denn die bringen dich um. Marty, Marty, Marty.
Es ist aus, Lieutenant. Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Hör nicht auf ihn! Ich sag der Schnauze! Walker, falls du das hörst, sie haben Lugo. Die 33. nagelt mich fest. Ich komme nicht durch zu ihm. Ich brauche dich hier. Hören Sie mich, Lieutenant. Ich mache keine Witze. Ergeben Sie sich oder Sergeant Lugo stirbt. Komm schon, Walker. Wo steckst du, verdammt? Ich zähle jetzt bis drei. Feind erledigt. Sergeant, Zeit. Nichts zu danken. Und jetzt kämpf weiter. Feind bekommt Verstärkung. Kontakt. Feuer eröffnen. Wir haben Bewegung. Scharfschütze auf dem Scheiß-Helikopter. Ich lade nach. Welt. Wir sind Delta Force. Wir werden euch retten. Über die Brücke! Los, los, los! Sie kommt durch die Dachluke! Leck mich! Du arbeitest schließlich für einen scheiß Kriegsverbrecher! Den Kreuze, gib mir den! Leck du mich, Mann! Scheiße! Ihr habt doch keine Ahnung, was der Mann tun musste. Ich meine, was er tun musste! Er hat da eine Wahl, wie jeder andere auch! Feuer, da! Ihr braucht gerade Hilfe! Ja, da! Willst du was am Geld? Hä? Hä? Ich glaube, selbst was verbrannt hat. Scheiße! Wenn ich dich erwische, bist du ein toter Mann, verdammt! Versuch's nur, ich meine Sonnenschein. Ich kann von hier nicht weg! Feind bewegt! Wir sitzen fest, Burger! Wir sind auf deiner Seite! Siehst du, dass du so umgehen kannst? Alles klar! Geh in Deckung! Werde beschossen! Wo bist du? Wolltest du den Zeit? Das heißt, brauche ich jetzt nicht! Halt still, verdammt! Vorsicht! Tarnung um näher! Bin dran! Wird langsam brenzlig hier! Ich sag doch, ich bin dran! Ich lade nach! Haltet sie uns! Ja. Ach, verdammt doch mal! Dich, du Hurensohn! Es erreichen uns haufenweise Berichte, dass unser aller Lieblingsmistkerle mit der Mauer sind. Es gibt das Gerücht, sie versuchen, mehr Menschen zu retten. Ist das nicht ganz toll? Sie versuchen es immer weiter, auch wenn es euch alle das Leben kostet. Schaut mal bei ihnen vorbei und bedankt euch! Danke an mir, reicht's von dem Kerl.
Was meinst du, von wo sendet er? Ich weiß nicht. Wir hören ihn, seit wir durch die Sturmbahn kamen. Wieso? Wenn wir die Stadt nicht gleich evakuieren, verdursten hier alle. Ich denke, mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen. Frische, Feindkontakt! Wo sind sie? Über dir! Hallo, Marty. Ich würde auf meiner Position bleiben. Sonst wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich meine... Das ist immer heißer! Das willst du doch nicht. Dass die anderen wissen, wo du bist! Alter! Hättest du nicht von mir gedacht, was? Du kannst ja nicht! Bring ihn auf die Bank! Du kannst, Adams! Okay, ich stelle ihn auf die Füße. Danke, Mann. Ich glaube, das waren alle. Kein Problem. Da kommen noch mehr! Verflucht! Wann hört das endlich auf? Oh, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht. Keine Sorge. Was ist mit euch? Ja. Gut. Hört ihr das? Kam von hinter der Tür. Bereit. Los! Los! Die Waffe weg! Wird's bald! Okay, los! Okay. Nicht schießen! Ich ergebe mich! Was ist hier los? Da will einer nicht mehr Soldat spielen. Wie ist Ihr Name? Staff Sergeant Josh Forbes, Dienstnummer 658.
Sie sind kein Kriegsgefangener. Was mich betrifft, noch nicht mal Soldat. Sie können nicht... Ich kann machen, was ich will. Also, das Arschloch im Radio. Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es. Der wird beschützt. Den kriegt er nie. Unser Problem, nicht ihres. Von da, oben in Trans Emirates Building. Lugo, wenn wir es dahin schaffen, kannst du den Sender bedienen? Eine Massenevakuierung? Sofort. Wird nichts zu evakuieren geben. Wie bitte? Denken Sie nach, Captain. Wir sind hier in der Wüste. Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten. Denkt immer daran. Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will. Sobald geht die Zeit aus, Gentlemen. Los geht's. Der kümmert sich um den DJ. Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger. Wir klauen ihm sein Mikro. Drei wie wir gegen einen Fettarsch mit dem iPod. Das macht mir keine Angst. Man muss mit allem rechnen, Adams. Anpassen und gewinnen, Mann. Hey, alles was nötig ist. Wohin jetzt, Lugo? Nach Norden, über die Dächer. Dürfte der direkte Weg sein. Klingt gut. Langsam, da kommt ein Heli. Glaub nicht, dass der uns sucht. Hör, wär mal was Neues. Wo will der hin? Zum Funkturm höchstwahrscheinlich. Verstärkung. Toll. Das hat uns noch gefehlt. Hey, sei doch dankbar. So bleibst du in der Übung. Klingt nach Scharfschütze. Ziemlich nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Was gibt's? Schon wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Genau wie beim allerersten Sturm. Alles für die Katz. Werner sagt, wir bauen alles wieder auf. Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein. Wir haben uns noch nicht entdeckt. Schalldämpfer! Sehen wir es uns an. Hat Crosby heute Dienst? Ja, schiebt Wachdienst auf 2. Geh rein! Verdammt! Jetzt wissen Sie Bescheid! Ja, klingt das. Wir müssen entschuldigen. Unterwegs! Tango, nehmt sie um! Das ist kein Freundschaftsbesuch. Meinst du, ich hab Angst vor... Ich sag dir, was kommt. Nicht ich hab euch am Hals. Lade, du Penner! Ihr mich. Besuch. Meinst du, ich hab Angst vor euch? Ich sag dir, was kommt. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Sind unterwegs! Yeah!
weitere Scharfschützen vis-à-vis. Wir müssen weg, sonst geht gar nichts. Schalt die verdammten Scharfschützen aus. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen Sie alle ins Verderben. Oh, Scheiße! Walker! Was machst du? Adams? Das kannst du nicht machen! Stopp! Hör auf, verdammt! Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen Sie alle ins Verderben. Oh, Scheiße! Walker! Was machst du? Na komm. Also, ich höre ja, was ihr treibt. Und da muss ich mich schon fragen, wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Mit einer Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus, Gau. Unser Hochhaus. Viele Gegner da auf dem Dach. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den anderen. Aufpassen! Hab ihn! Da bewegt sich Scheiße! Durch die hintere Tür kommen noch mehr von denen! Ihn knallt ja ab. Rechts! Laden ab! Er schießt den Mist, Jack! Okay, ich schalte ihn aus. Okay, bestätigt. Wir haben Bewegung! Vorsicht! Fuck! RPG bei der Tanzfläche! RPG! Schießt die Sprache der RPG und wir sind am Arsch! Schaltet sie aus! Da, MG! Schalt ihn aus! Verstanden! Schalt ihn aus! Und bleib liegen, verdammt! Scheiße! Rufen zu meiner Fantasy-Football-Liga! Einer weniger! Achtung! Sie bewegen sich! Ihr habt Frau und Kinder! Durchatmen! Denkt denn niemand an die... Kinder! Ihr macht aber alles wieder sauber, ja? Immer mehr ohnehin unheimlich. Oh Mann, woher kommt nur all die Gewalt, Leute? Liegt's an den Videospielen? Jede Wette, die sind schuld.
Die Zeit drängt, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Lugo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Nicht echt. Ich meine... Die Uhr läuft, Lugo. Bin dabei. Ist ein Spezialteil. Kann Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenlicht. Wir hören das hier andauernd. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Ja, steht so im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand. Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow. Das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt! Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheiß naiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich! Ich hab's getan. Schluss jetzt! Wir klären das später. An alle, die mich hören. Ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht? Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl. Und jetzt? Verdammt, wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus. Los! Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht. Los, komm! Lugo, sobald wir beim Heli sind, rennst du los! Keine Panik wegen mir. Macht euch los! Los geht's! Hab ein! Sind unterwegs! Erledige den Penner bei den Tanks! Halt, bekommt Verstärkung!
Ich bin zu alt für diese Scheiße! Wieder einer! Erledige den Penner bei den Tanks! Adams. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon! Lugo, schwing deinen Arsch her! Bin unterwegs! Gib mir Deckung! Bekommen Sie! Bin unterwegs! Nicht auf mich zielen, ja? Ja. Komm schon, komm schon, komm schon! Lugo, schwing deinen Arsch her! Bin unterwegs! Gib mir Deckung! Bekommen Sie! Bin unterwegs! Nicht auf mich zielen, ja? Die Zeit wird knapp, Lugo! Beeil uns, verdammt! Ja. Komm schon, komm schon, komm schon! Lugo, schwing deinen Arsch her! Bin unterwegs! Gib mir Deckung! Bekommen Sie! Bin unterwegs! Nicht auf mich zielen, ja? Die Zeit wird knapp, Lugo! Verdammt, verdammt! Halt, drückt vor! Noch mehr! Auf dem Dach! Magazinwechsel!
Moment, hier stimmt was nicht! Tja, jetzt ist es zu spät! Nein, ich meine, das haben wir doch schon getan! Wie meinst du das? Ach, scheiß drauf! Das ist doch ein Klacks! Mach die Wichser einfach fertig! Geht klar! Die Wahl. Ihr habt nur Scheiße gebaut. Wir wollten euch retten. Tief drin wussten sie, dass wir alle sterben müssen. Es war nicht meine Schuld. Captain! Lugo! Hilfe! Über 5000 Menschen leben noch in Dubai, am Tag bevor sie. Wie viele sind wohl heute noch am Leben? Wie viele werden es morgen sein? Ich dachte, ich soll diese Stadt vor dem Sturm schützen. Falsch. Ich muss sie vor ihnen schützen. Walker, bist du da? Verdammt, Walker! Wenn du lebst, dann antworte mir! Colonel... Was? Ich bin's, Adams. Scheiße, Mann, wo steckst du? Weiß noch nicht. Ist Lugo bei dir? Nein, der ist seit dem Heli-Absturz weg. Fuck. Und wo bist du? Einfach den Rauch. Gut, ich komm zu dir. Kill ist bestätigt, verdammt! Shit, ich hab's erwischt! Weg, es
besser. Ich geh auf Hilfe, verdammt! Verdammt, sie umgehen mich! Gib mir Feuerschutz, Adams! Schalt ihn aus! Ich deck dich! Fick dich! Lade nach! Der ist tot! Fürs Erste. Wir müssen weiter. Kannst du gehen? Geht schon. Gut. Wir müssen Lugo finden. Dann holen wir uns Conrad. Wir können diese Menschen immer noch retten. Ich lasse nicht zu, dass er uns im Weg steht. Klar. Das hat ja auch bisher toll geklappt. Ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. Los, komm! Geh in Deckung! Vorsicht jetzt, los! Scharfschütze, auf dem Boot! Wir müssen nah ran, um sie zu kriegen! Abfeuer! Und da ist eine ohne Deckung! Kill ist bestätigt, verdammt! Feind getötet! Sie neutralisiert! Schrotflinte unterwegs! Lade nach! Haltet sie mir vom Leib! Den Feind, der kommt aus der Deckung!
besser. Gibt's noch ein anderes Versteck? In der Nähe ist ein Flüchtlingscamp. Ich tauche dort ab, solange ihr Action macht. Klingt gut. Wir treffen uns, sobald es hier sicher ist. Wenn er das mal heil übersteht. Ach, ein Armbruch. Wir haben Schlimmeres erlebt. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht meine. Wenn du was auf dem Herzen hast, raus damit, damit wir weitermachen können. Diese Mission ist Mist. Wir haben eben ein Hochhaus voller Amerikaner gekillt. Die haben uns keine Wahl gelassen. Du hast uns keine Wahl gelassen. Scheiße, was ist aus uns geworden, Mann? Nichts, wir sind eben Soldaten. Oh, verstehe. Mein Fehler. Striker im Anrollen. Los zur Yacht. Da ist eine schwere Truppe. Komm her. Rücken vor die Linie. Scheiße. Nahkampf im Anmarsch. Da bewegt sich einer. Einer kommt aus der Deckung. Endlich, verdammt. Noch einer. Haltet sie mir kurz vom Leib. Sturm kommt. Das hat uns doch gefehlt. Und da ist eine Überdrückung. Geht's jetzt besser? Kein bisschen. Los, finden wir Lugo. Guter Plan. Funk ihn an und sag ihm, wir kommen. You, Lugo, komm! Adams! Adams! Oh, Scheiße! Lugo, was ist los? Fuck! Ich brauch Hilfe! Die kommen her! Lugo, hörst du mich? Lugo! Sekunde, liebe Kollegen! Wo bist du? Wo ist der Wetterabkorn? Wetterabkorn! Ihr blöden Schweine! Weg! Bereit machen. Oh, das Scheiße! Verschießt es! Alle zurück! Los! Komm, Lugo! Hoch mit dir! Hört ihr? Zurück! Los! Los, zurück, sage ich! Rein und warte! Atme, Lugo! Die wollen nicht hören! Verdammt, atme! Wie geht's ihm? Antworte, Walker! Komm schon, Lugo! Atmet er noch?
Zurück, oder ich eröffne das Feuer! Scheiße. Die Scheißfixer hauen nicht ab, Walker! Wir schließen uns ein! Verdammt, Lugo! Bete bloß, dass er durchkommt. Lass mich schießen, Walker. Sir, ich erbitte Feuererlaubnis. Gib mir den Befehl! So eine Scheiße. Walker, gib mir den Scheißbefehl! Geht, solange ihr noch könnt. Willst du diese Leute immer noch retten? Da geht's raus. Wurde auch Zeit. Falls Sie das hören können, es läuft folgendermaßen. Ich töte jetzt jeden einzelnen ihrer Männer. Und dann töte ich sie. Sergeant Lugo ist tot. Dafür gibt es keine Gnade. Es ist ihre eigene Schuld. Alles okay? Wieso? Sehe ich etwa so aus? Das mit Lugo war nicht unsere Schuld. Erzähl mir nicht, was ich schon lange weiß. Lugos Blut klebt an deinen Händen, nicht an meinen. Bang. Conrad verdient es zu sterben, das weißt du. Und was verdienen wir? Wir kennen doch beide die Antwort. Und? Wie wollen wir vorgehen? Wir töten alles, was sich bewegt. Klingt nach einem Plan. Bereit? Wieso nicht? Keine Idee. Dann mal los. Gerade nach! Gegner erledigt! Passt auf die Schrotflinte auf! Er ist ohne Deckung! Soldat kommt aus Deckung! Das hält nur auf! Passt auf die scheiß Rotflinte auf! Gegner erledigt! Noch einer!
haben keine Zeit für diesen Scheiß. Komm! Walker, beweg deinen Arsch! Haltet Delta von dem Tor weg! Schneid sie ab! Los! Phosphor! Los, runter! Willkommen in der Hölle, Walker. Wir haben Sie erwartet. Walker, was machst du denn? Scheiße, was? Walker, wir müssen den Mörser zerstören! Noch ein Schuss aus dem Mörser und wir sind hin! Schalte mit der RPG aus! Ich beschäftige die Kerle! Muss nachladen, gib mir Deckung! Ja. Kill this, just dead, verdammt! Walker!
Steh auf! Der ist tot! Los! Hör für keine Ahnung! Lass doch die scheiß Rundfliege auf! Scheiße, los, Beeilung! Das hält nur auf! Shit! Noch ein schwerer Trupp! In Deckung, verdammt! Luca! Hast du den Verstand verloren? Shit! Los, schieß! Check zu links! Es war alles gelogen! Nein! Einzige Verbrecher hier. Bist wir du? Sollten weiter. Orke. Die sind uns auf den Fersen. Allein du. Aber nicht lange. Rücke vor! Kill sie alle! Weg ist er! Sie sind zu nah, verdammt! Oh, was ist los? Ja, leck mich! Fahr zur Hölle!
Walker, wir sind der Rest der Damned 33rd. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wo ist Conrad? Wo er immer war. Oben. Er erwartet Sie. Nicht schlecht, Walker. Ihnen gelang, was der Sturm nicht schafft, die 33. zu vernichten. Fühlen Sie sich schon als Held? Bitte, nur herein. Nun, da Sie hier sind, möchte ich Sie etwas fragen. Was dachten Sie, als Sie nach Dubai kamen? Als Sie sahen, was ich getan hatte? Hielten Sie es für das Werk eines Irren? Ja, ich dachte, Sie hätten den Verstand verloren. Oder besser gesagt, ich hoffte es. Ja, das hätte es einfacher gemacht. Aber dieses Glück hatte ich nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich versichere Ihnen, ich bin so normal wie Sie, Captain. Wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte der Realität hier nicht entkommen. Das war mein Untergang. So, fertig. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist hier los, verdammt? Ihnen gehen zum ersten Mal die Augen auf. Das schmerzt, nicht wahr? Nur zu? Was denken Sie? Das waren Sie? Nein, Sie waren das. 47 Unschuldige starben durch Ihre Befehle. Jemand muss für Ihre Taten büßen, Walker. Wer wird das sein? John? Sind Sie das? Sagen Sie es mir. Ich hab die Spielchen satt, John. Glauben Sie mir, das ist kein Spiel. Es scheint, die Berichte über mein Überleben waren stark übertrieben. Das ist nicht möglich. Glauben Sie mir, ist es. Wie? Nicht wie. Wieso? Sie sollten nie hierher kommen. Unsere Befehle sind klar. Raus aus der Stadt, Funkspruch ans HQ von außerhalb der Sturmwand. Die schicken die Kavallerie, wir fliegen heim. Was hier geschah, war nicht in meiner Kontrolle. Was das? Nichts wäre geschehen, wenn Sie einfach aufgehört hätten. Aber Sie machten weiter. Und wofür? Wir wollten euch retten. Sie sind kein Retter. Sie haben andere Begabungen. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo! Er wollte es nicht hören! Wir hatten keine Wahl! Er hat uns zu verdammten Killern gemacht! Es ist nicht meine Schuld. Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Und ist die Wahrheit nicht zu leugnen?
bastelt man seine eigene. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht, er bewegt sich nicht mehr. Walker, komm zu dir. Ich verstehe. Wir müssen wählen. Die Wahrheit, Walker, ist, dass sie hier sind, weil sie sich als was fühlen wollten, was sie nicht sind. Ein Held. Lugo. Du hast mich sterben lassen. Ich bin hier, weil sie ihre Taten nicht akzeptieren können. Das hat sie zerstört. Colonel? Colonel, bitte. Was ist denn los, Walker? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Sie brauchten einen Sündenbock und schoben es auf mich. Einen Toten. Ich weiß, die Wahrheit ist hart, Walker. Aber es ist Zeit. Nur sie sind übrig. Und wir können nicht für immer weiter lügen. Ich zähle jetzt bis fünf. Dann drücke ich den Abzug. Sie sind nicht real. Das ist alles in meinem Kopf. Ganz sicher? Vielleicht ja in meinem. Eins. Nein. Alles. Es war Ihre Schuld. Wenn Sie das glauben, erschießen Sie mich. Zwei. Ich wollte niemandem etwas antun. Wer will das schon, Walker? Drei. Vier. Wollen Sie das wirklich, Walker? Also gut. Fünf!